So, ich würde sagen, wie war denn das jetzt nochmal? Wir gehen jetzt mal runter in den Keller zum Fred. Auch irgendwie die Tasse. Kann ich dem den Kaffee einschenken? Das wird er lieben. Danke, das brauchte ich jetzt. Muss den Safe öffnen. Muss den Vertrag unterschreiben. Muss es für die Familie. Tun. Wenn der jetzt den Safe aufmachen geht, dann gehen wir noch mal ganz flink zu Edna. Dr. Freds Büro. Ich sehe den Safe. Ich kann fast die Kombination entziffern. Es ist. Geh da weg! Mist. Ich sehe den Safe. Ich kann fast die Kombination entziffern. Die lässt mich nicht, die Olle. Es ist. Geh da weg! Mist. Verdammt. Ah, lässt mich nicht. Oh, was jetzt? Tentakel hilft Smaragd zurück. Bürgermeister gratuliert, Purpur hält. Was? Was? So, ich würde sagen, gehen jetzt noch mal runter. Und ich glaube nämlich, diese Scherztinte waren jetzt. Ah. Ja. Schmeißen wir mal hier rein. Okay, ich hab's weggespült. Weil ich glaube, die braucht der Hoagie. Mich nicht enttäuscht. Und auf den wechseln wir jetzt auch mal und holen mal die Schatzfinder ab. Und dann würde ich sagen, wir untersuchen jetzt mal das Motel. 200 Jahre zuvor. Habe ich das nicht hochgeklappt? Den Brief habe ich aber doch schon. Das letzte Mal schon gemacht. Hey, der Pony Express. Wird es nicht gespeichert? Seltsam. So, ab rein. Ganze Tür versperrt in seinem. Alter, wer bist du denn? Main Hall. So, das ist die Vorschlag. Nehmen wir einen Kamin. John Hancock. Jupp. Hallo. Was ist los? Kalt? K-kalt? Ich friere.
Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Wer will schon einen Holzblock in der Zukunft? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben eine schreiben die Verfassung. Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Warum trinkt ihr keinen heißen Warum Kaffee? Warum trinkt ihr keinen heißen Kaffee? Ich hasse Kaffee. Er macht mich ganz nervös und dann werde ich ganz zappelig. Schon mal Entkoffinierten versucht? Ich spreche von Entkoffeiniertem. Weichei. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ach komm, das fangen wir auch noch. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Wirklich? Zeig mal deine Hände. Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Nun, ich muss gehen. Schon spät, wir essen zeitig. So, was bist du? Thomas Jefferson. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hogi. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich hab von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Warum will der einen Holzblock in die Zeitkapsel stecken? Bis später. Ich frag lieber nicht. Was? Was passiert später? Können wir die Feder klauen? Hey, Finger da weg. Oh, Georgie! Sie scheinen noch nicht weit gekommen zu sein. Hey, wenn sie nach der Präambel erst sind, kann ich die mitnehmen? Sie können es ansehen, aber nicht anfassen. Ich brauch so eine Zigarre von Entschuldigung. Georgie. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Mein Name ist Hogi. Wie das Butterbrot? Wie drollig. Ist es kalt genug für dich? Kalt? Du kennst doch nicht mal die Bedeutung des Wortes. Ich war mal in Valley Forge. Das war kalt. Meine Spucke gefror, bevor sie den Boden erreichte. Cool. Ziemlich. Ich kann mein Kabel verstecken. So. Das nervt mich nämlich vorne rum. So. Entschuldigung. Ja?
Ist das wahr mit dir und dem Kirschbaum? Oh ja, das stimmt wohl. Nun, ich habe hektarweise Kirschbäume gefällt. Um deine Oma zu retten. Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du siehst, gibt es hier keinen. Ich fälle nur Kirschbäume. Familientradition, verstehst du? Nur Kirschbäume. Da draußen gibt es nichts außer Zedern und Kumquats. Wieso bricht der ständig die Unterhaltung ab, Mann? Ja? Der einer friert da hinten. Meinst du nicht auch, dass es hier ziemlich kalt ist? Kalt? Mach eine Mücke. In einem Wort. Gut, also hier kommen wir jetzt im Moment nicht weiter. Dann gehen wir mal hier ein bisschen. So, was haben wir hier? Wasserpumpe. Öl. Einstecken. Spaghetti. Einstecken. Und? Ist das das Rebellenabzeichen hier? Was so aus? Mahlzeit. Bürste. Einstecken. Eimer einstecken. Haben wir hier noch? Nichts mehr. Können wir den Eimer füllen mit, So, jetzt haben wir auch einen vollen Eimer. Sehr schön. Gut, also hier kommen wir nicht weiter. Was denn los? Wenn ihr euch wundert, warum ich ständig so gucke... Keine Lust auf Reden, die Kamera was? Steht vor Schweigegelübde oder so, oh, richtig? Hey, das ist cool. Ich habe etwas für Red Edison. Bis später, Kumpel. So, ich würde sagen... Ach du Scheiße. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Voll mit Plänen und Müll. Aber nix. DOS. Linkshänderhammer. Du weißt, dass es ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. So, gibt's sonst noch irgendwas? Komm, wir schwitzen erstmal mit dem. Hey! Was gibt's? Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Was erfindest du? Das ist ein komplexes Metallgerät, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Gut. Bis später dann. Dann geben wir ihm mal die Vielleicht, wenn Pläne. Du deine Haare kürzer schneidest. wo haben wir sie denn hier?
Superbatterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Warte mal, Öl haben wir. Ah, exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. Kann ich den Laborkittel haben? Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Spielverderber. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Da sollten ja die beiden Söhne sich rumtreiben. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Die ist ja geil. So, ich bin fertig. Bist du dir sicher? Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Halt! Aha! Geh da weg! Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab! Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Kann ich die Tür zumachen? Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Aha! Geh da weg! Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab! Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Scheiße! Ja. Gut, müssen wir erstmal gucken, wie wir da vorande kommen. Das sieht aus wie von Sam & Max hier. Ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Das ist gut. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Oh, was für ein Dreck. Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Ach so, Plan. Dann müssen wir erstmal das Muster hier entfernen. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Ja, du sollst auch das Muster nehmen, Mann. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Kann ich hier so eine Fahne nehmen? Die will ich nicht. Das wusste ich schon. Die will ich nicht. Das wusste ich schon. Was mit der hier? Das will ich nicht haben. Oh, Hoagie. Du bist schwer zufriedenzustellen. Hackenpläne? Können wir die wenigstens einstecken? Den technischen Kram verstehe ich nicht. Warum ist der unbedingt in der Vergangenheit gereist? Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Ich bring's nur durcheinander. Ja, ist ja auch Sinn der Sache, Mann. Wein?
Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Alter. Bernhard hatte damit keine Probleme. Wein könnten wir vielleicht als Essig durchgehen lassen. Ich hatte das Pferd vergessen, Mr. Ed. Ach, scheiße. Ah, die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Tja. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Oder das Model? Das Model. Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Ist besser für uns bei alle. Bei deiner Figur hätten wir Probleme. Außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden. Aufpassen, aber du Arsch. Dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix. Den habe ich eh. Rufen Sie uns nicht an. Wir rufen Sie an. Hm. Hey, was? Vor 200 Jahren an... ich frage mich.